Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich jetzt, den Herrn Sven Businger von der Volvo Car Switzerland dürfen zu begrüßen. Er ist Commercial Trainer und was das genau ist und was er bei Volvo Switzerland ganz genau macht, ich glaube, das können Sie gerade am besten selber beschreiben. Herzlich willkommen. Grüezi Jenny, freut mich, dass ich da bei Ihnen darf sein heute. Ein Commercial Trainer, was macht er? Trainer sagt es ja schon, also trainieren, Wissen vermitteln. Wir haben in unserer Unternehmung 3 Trainer, wir haben 2 technische Trainer. Die tun also unser Werkstattpersonal, die Mitarbeiter von der Volvo-Vertreter, schulen im technischen Bereich. Und ich bin quasi das Nicht-Technische. Wir überlappen uns so ein bisschen auf der Produktebene. Wir arbeiten eng zusammen auch, aber ich bin dann mehr im Bereich der Verkäufer und vom Kundendienst. Also mehr die kommerziellen Themen, die nicht wirklich tief technischen Themen. Aber Produkt schon. Produkte, ein wichtiger Bestandteil, nicht? Das ist ein wichtiger Bestandteil, ja. Volvo Schweiz, also einerseits haben wir den Hersteller, wo Sie tätig sind. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich aber ganz viele Händler, wie hier jetzt bei der Franz AG. Wie sieht das von der Grössenordnung her aus? Wir haben zur Grössenordnung 75 Händler, also wir sagen Vertreter. Das ist das Volvo-Vokabular, also wir reden in der Schweiz von Vertreter, wo die Schweiz bedienen, quasi. Da gibt es 2-3 Betriebe, die nur einen Servicevertrag haben, aber die Resten sind wirklich Betriebe mit Verkauf, mit auch sämtlichen After-Sales und Kundendienstleistungen. Und Volvo Schweiz, wie kann ich mir das vorstellen von der Grössenordnung von der Firma Volvo Schweiz? Meinen Sie personell? Oder? Ja, genau. Ja, wir sind Grössenordnung 55 Mitarbeiter. Wir haben da immer ein paar Praktikanten, noch, die uns noch unterstützen. Dann sind wir so kleine 60. Würde ich sagen, ja. Und im Moment natürlich auch alle im Homeoffice und unter anderen Bedingungen unterwegs. Wir haben sehr viel gelernt letztes Jahr und gehen positiv in die Zukunft, sagen wir es mal so. Ja. Reden wir doch gerade von der Zukunft, wenn Sie es gerade so sagen. Oder? Also Volvo hat letzte Woche oder vorletzte Woche kommuniziert, dass bis 2030 alle Modelle nur noch rein zu 100% elektrisch verfügbar werden sein. Genau. Also ihr verzichtet komplett auf bestehende Verbrennungsmotoren, oder Diesel oder Benzin. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Also wir sehen heute schon, dass wir in einem Phase-out sind von den Dieselmotoren bereits. Unser XC40 ist zum Beispiel nicht mehr als Diesel verfügbar, da gibt es nicht mehr. Den haben wir aus dem Programm rausgenommen. Bestimmte Segmente tun wir einfach strategisch bedienen wir noch im Moment. Der Benziner wird auch verschwinden mit der Zeit. Wir haben noch Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor, einen Benzinmotor haben. Also wir haben die teilelektrischen Varianten, die uns noch ein bisschen begleiten werden. Aber dann ist es so, dass wir dann ab 2030 zur rein elektrischen Marke werden. Sind ihr praktisch schon die Ersten im Markt, wo die ganze Modellpalette elektrifiziert hat vor einigen Jahren? Also, ja. Das Thema Plug-in-Hybrid. Das ist richtig. Ja, wo uns begleitet oder wo ich natürlich stark begleitet. Und wie macht ihr das in anderen Kontinenten, in anderen Ländern? Was spielt ihr da noch für Gedanken vielleicht mit? Also der Plug-in-Hybrid ist zum Beispiel noch nicht in allen Märkten oder nicht von Anfang an in allen Märkten vertrieben. Worden, weil es gibt natürlich Entwicklungsländer, in Anführungszeichen, aber Märkte, die vielleicht nicht über die Ladeinfrastruktur verfügen. Wir sind aber dafür überzeugt, dass das in den nächsten 9, 10 Jahren, die wir jetzt noch haben, dass sich da vieles wird verändern, also auch in Ländern mit weniger Infrastruktur als wir. Das wird kommen, das werden wir natürlich auch laufend beobachten. Wir sehen aber einfach keine Zukunft im Verbrennungsmotor. Also wir als Volvo gehen davon aus, dass das ein Segment ist, das mit der Zeit wird abnehmen wird, wird verschwinden. Und gerade wir als aufstrebende Marke möchten natürlich nicht in ein Segment setzen, das jetzt drauf geht, sondern wir möchten eher sagen wir, die Thermik nutzen von dem Segment, das drauf geht. Und das sind die elektrifizierten und dann schlussendlich auch die rein elektrischen Fahrzeuge. Also ich bin gespannt, was die nächsten 8,5 Jahre noch mit sich bringen, wie der Wechsel stattfindet. Definitiv darf man darauf schauen, wie ihr das möchtet. Und ein anderes Thema ist natürlich Volvo, ich glaube für alle draussen, das steht für Sicherheit. Ja. Definitiv. Und der Wert Sicherheit, wenn wir jetzt das weitertreiben in Plug-in oder auch natürlich elektrifizierte Fahrzeuge,
Wie spürt man das bei den neuen Generationen? Was gibt es da zusätzlich für Innovationen seitens Volvo? Also vielleicht bevor wir auf die Innovationen kommen, möchte ich in Bezug auf Sicherheit nochmal in eine andere Dimension gehen. Also Fahrzeugsicherheit, das ist bei Volvo immer in Stein gemeißelt gewesen, oder? Da sind wir absolute Vorreiter, das wissen wir auch. Aber wir haben mehr Verantwortung. Also ich denke, wenn man so Umweltschutz, CO2-Reduktion etc. sieht, es geht nicht nur um Fahrzeugsicherheit und Sicherheit der Insassen mittlerweile, sondern auch die Sicherheit für unseren Planeten, wo wir alle drauf leben. Und da haben wir nur einmal. Und wir wissen, wir sind Bestandteil des Problems. Also müssen wir auch Bestandteil sein von der Lösung. Und das ist der englische Ausdruck Planetary Safety. Ist eigentlich die neue Dimension in der Sicherheit, die wir bei uns im Konzern sehen. Nebst dem natürlich, dass wir auch in den Fahrzeugen natürlich laufend weiterentwickeln. Das sehen wir gerade bei den neuesten Generationen XC40 Twin und C40 Twin, wo jetzt wirklich über die neueste Generation von Radar, von Ultraschallsensoren verfügen, wo auch extrem ausbaubar sind. Also man wird mit der Zeit sehen, mit Software-Releases, mit Software-Updates, dass neue Sicherheitsfunktionalitäten noch reinkommen. Also wir haben einen riesen Schritt gemacht auf der technischen Seite. Bietet im Moment von den Funktionen her die gleichen Funktionen an, wie wir bis jetzt laufend, ausbauend angeboten haben. Aber da werden wir nochmal einen Sprung machen. Also die Fahrzeuge sind vorbereitet. Dann natürlich auch in Bezug auf Hochvoltsystem, Elektrik, also die Autos, die sind nicht nachgerüstet oder so, also XC40, C40, das sind Autos, die von Anfang an als rein elektrische Fahrzeuge konstruiert worden sind und sie tragen quasi nur die Karosserie vom XC40, jetzt da zum Beispiel. Aber die Fahrzeuge sind in Bezug auf Sicherheit, Bodengruppe etc. Auf den Betrieb, auf den elektrischen Betrieb mit Hochvoltbatterien ausgelegt. Also das heisst, viele Hersteller gehen ja den Weg von der Mischplattformen aktuell. Genau. Das ist bei euch definitiv nicht. Nein, weil wir das Glück hatten ab 2010 mit der Entwicklung unserer Scalable Product Architecture, das ist die SPA1-Plattform, wo sämtliche 60er und 90er drauf berührt, also Baureihen, mit anschliessend CMA, das ist die Kompakt-Plattform, wo die 40er-Modelle drauf beruhen, dass die komplette Neuentwicklungen gewesen sind und wir haben die Elektrifizierung damals schon gesehen kommen, oder? Und von dem her hat man sie von Anfang an hat man die Elektrifizierung mit ins Fahrzeug integriert. Ich finde den spannenden Ansatz, den Sie vorhin reingerührt haben, ist, dass Sie sagen, wir bauen die Autos heute, wir liefern die Autos aus und wir können Over-the-Air-Updates in Zukunft weitere Sicherheitskomponenten dazuspielen. Ja, das können Sicherheitskomponenten sein, können aber auch Komfortmerkmale sein, können aber auch Reichweitenverlängerungen sein zum Beispiel. Also wir fahren im Moment sagen wir mal, ein bisschen ein konservatives Szenario in Bezug auf Batterie und Batteriemanagement. Da tasten wir uns laufend dran an, da sammeln wir jetzt Erfahrungen. Und mit diesen Erfahrungen werden auch noch gewisse strategische Veränderungen einfließen, die man in bestehende Kundenfahrzeuge kann einspielen kann. Wie Sie gesagt haben, wir machen das OTA, also Over the Air. Das ist wie wenn Sie Ihr Mobile Phone aufdatieren, wie wenn Sie Ihr iOS aufdatieren. Und das in Zukunft wird das ein ganz normales Daily Business sein für den Kunden. Er kommt eine Meldung über, er kann selber bestimmen, wenn das passieren soll. Zum Beispiel über Nacht, wenn das Fahrzeug im Carport steht, grundsätzlich ich brauche es nicht, es geht bei 90 Minuten, bis die Software übertragen ist und nachher dann beim Fahrzeugstart wird sie dann installiert, wird sie dann quasi gefixt. Also eigentlich wie man es von einem Handy kennt, so wie man es von einem Handy oder von einem Laptop kennt. Ja. Sehr spannend. Das heisst, die Sicherheitskomponenten können angepasst werden, können ergänzt werden. Das kann genau, also das haben wir auch bei den bestehenden Fahrzeugen schon gesehen, dass neue Sicherheitsfunktionen dazugekommen sind. Basierend auf die bestehende Infrastruktur im Fahrzeug, auf die bestehenden Systeme. Und das wird nur noch zunehmen. Definitiv. Bin ich auch der Meinung. Also, kommen wir noch auf ein anderes Thema. Viele Kunden frage ich immer wieder so eine Frage und die möchte ich Ihnen gerne stellen. Hat der XC40 Recharge eine Reserve, wenn ich das Auto auf 0% fahre? Wie ist das eigentlich? Diese Frage die habe ich schon häufig gehört. Wir arbeiten sehr eng auch mit unserem Customer Experience Center. Früher hat das Customer Care
geheissen. Also das sind Mitarbeiter bei uns, die auch direkten Kundenkontakt haben. Und da kommen natürlich viele derartige Anfragen. Und da müssen wir sagen, nein, es ist natürlich wie bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Wir haben den Tankanzeige, der Tank leert sich mit der Zeit, dann gibt es nochmal eine Warnung und irgendwann ist der Tank leer. Und bei der Batterie verhält sich das gleich. Es gibt eine Warnung, nochmal 50 km, bevor die Batterie leer ist. Dann greift die Motorsteuerung nochmal ein, indem ein bisschen Leistung zurückgenommen wird, dass man eine möglichst optimierte Reichweite hat nochmal bei Leistungsverlust oder bei eingeschränkter Leistung, sodass man es bis zur nächsten Ladestation, Ladesäule schaffen. Aber wenn die Batterie leer ist, ist sie leer. Dann müssen wir das Fahrzeug quasi entweder auf den Lastwagen aufladen und eine Säule herstellen. Aber Strom ist ja ein bisschen überall, oder? Und darum, die Frage, die kommt häufig von noch nicht Elektrofahrern. Also die ein elektrisches Fahrzeug haben, die stellen die Frage irgendwie auch nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier schaue, ich sehe jetzt da hinten eine Steckdose. Also wenn jetzt das irgendwie da würde passieren, dann hätte ich ja noch die Möglichkeit, sag mal, eine kleine Notladung zu machen über Steckdose, was man ja bei einem BEF nicht sollte, normalerweise, damit ich ihn so weit aufladen kann, dass es mir zur nächsten Säule langt. Also das müssen wir schon auch sehen. Also Strom ist ein bisschen überall um uns herum. Also wir haben 7000 Ladesäulen mittlerweile in der Schweiz. Genau. Und jetzt, wenn es jetzt ganz schlimm kommt, dann hätten wir auch noch irgendwo noch eine Steckdose, wo wir uns ganz kurz ein bisschen behelfen damit. Aber die Frage, wie gesagt, die stellt sich bei reinen Elektrofahrern nicht. Aber die kommt natürlich immer von Kunden, die sich im Moment mit der Anschaffung von einem Elektrofahrzeug befassen. Ja, und das ist auch völlig normal, weil wir sind uns gewöhnt, ein Benzinfahrzeug leuchtet auf, dann gehen wir tanken. Bei einem Elektroauto ist das einfach anders. Wir tanken immer wieder ein bisschen nach und haben einfach ein anderes Verhalten. Ich glaube, die Adaptierung von diesem Verhalten, das geht vielleicht eine Woche, zwei, wenn überhaupt. Also wenn man das mal drin hat, dann macht man das, wie man früher ist tanken, macht man das auch beim Elektroauto. Und das ist ja so. Und ich mag mich erinnern, als ich mein erste Handy hatte, irgendwo Mitte der 90er Jahre, das war noch so ein Ericsson Hotline oder so. Und das habe ich bei jeder Gelegenheit in meine Ladestation hineingestellt, weil ich immer Schiss hatte, dass die Batterie oft mal leer ist oder so. Und das hat sich ja nie bewahrheitet. Und heute haben wir ganz einen anderen Umgang, auch mit unseren Smartphones, oder? Also die laden wir nicht mehr jeden Tag. Je nachdem, wie man sie braucht. Ja, genau. Beim Thema Batterie, auch eine Frage, die immer wieder kommt, kann man Batteriekapazität nachrüsten oder dazu kaufen? Das ist im Moment nicht vorgesehen. Das könnte man natürlich. Man könnte ein Modularsystem schaffen. Oder was natürlich wird passieren beim Fahrzeugkauf, dass man sich für unterschiedliche Batteriepakete entscheiden. Und das ist natürlich auch eine Preisfrage, oder je nachdem, wie viel Reichweite der Kunde möchte investieren. Also früher war es vielleicht ein PS, oder kaufe ich einen 4-Zylinder, 6-Zylinder, 8-Zylinder, was weiß ich, wo der Kunde heute vielleicht sich die Frage stellt, wie viel Reichweite muss er dann haben und in wie viel Batterie möchte ich investieren. Im Moment ist es nicht vorgesehen, aber was man natürlich sieht, ist, dass man Reichweiten wird können verlängern können, in Bezug auf Softwareoptimierung, das ist der Fall. Und was wir auch nicht wissen, ist, wie sich die Batterietechnologie in den nächsten 10 Jahren wird verändern. Da wird noch vieles passieren. Also wenn man es vergleicht zu vor 10 Jahren, mag ich mich auch erinnern, da haben wir so erste Versuchsträger, C30 bei uns in der Schweiz gehabt, wo wir schon elektrisch gefahren sind, zu heute. Das ist ein gewaltiger Gump. Und das wird nur noch beschleunigen. Also ich denke, wir werden ganz neue Batterietypen sehen noch bis in 10 Jahren. Und vielleicht ist es dann möglich. Also vielleicht sagen wir dann, es gibt ganz günstige Aufrüstlösung für den XC40 P8 Modelljahr 2021. Ist immer natürlich auch eine finanzielle Frage, wie man das. Aber im Moment ist es nicht vorgesehen. Aber ich kann die Frage weder verneinen noch bejahen. Ja, ich glaube, es wird interessant, dann, wenn man auch als Kunde vielleicht entscheiden kann, ja, will ich eine 50 kW Batterie oder will ich vielleicht eine 70 oder eine 100 kW Batterie. Genau. Und dann ist die Entscheidung beim Kunden, ich denke, das wird sicher so ein bisschen auch in die Richtung dann können gehen. Ja, und es ist nicht auszuschliessen, dass wir in Zukunft vielleicht Fahrzeuge haben, wo, wenn der Kunde sich jetzt für 50 kW oder 70 kW gelöst hat und vielleicht den Occasionskäufer, also ich hätte ihn lieber auf 100, dann hat es vielleicht irgendeine Box oder freie Stelle im Fahrzeug, wo man kann sagen, da kann man nochmal ein Paket aufrüsten. Das ist eine gute Idee, ist ein guter Ansatz. Ich glaube, wir nehmen das mal mit. Nehmen wir mal mit. Ja, dazu kommt natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Und ihr habt das vorhin schon angesprochen, Sicherheit bedeutet bei euch nicht nur Auto, sondern es bedeutet das gesamte System. Was heisst das für Volvo Nachhaltigkeit? Dass wir uns natürlich schon bewusst sind, dass wir einen gewissen CO2-Fußabdruck haben.
Und dann möchten wir mal kurzfristig, mittelfristig minimieren. Bis dass wir sagen, 2040 möchten wir wirklich CO2-neutral sein. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Produktion des Fahrzeugs oder auf die Produktion, sondern die Produktion, die Herstellung des Fahrzeugs, also mit seinen Materialien, bis zur Verwendung des Fahrzeugs, bis zu, das Fahrzeug wird rezykliert, also die Komponenten gehen in Wiederverwendung, etc. Also es ist nicht nur ein Recycling, sondern es ist wirklich ein komplett zirkulares System, wo wir uns hineinbegeben müssen, damit wir die CO2-Neutralität erreichen. Und wir werden kurzfristig, bis 2025, werden wir verschiedene Schritte gehen schon. Also wir werden einerseits einen Anteil von 50% rein elektrischen Fahrzeugen haben, was uns schon hilft. Es ist immer die Frage, wie die Fahrzeuge nachher betrieben werden natürlich. Das ist immer ganz wichtige, auch ein wichtiger Aspekt, den man muss mit auf den Weg geben muss. Aber auch Reduktion in der Logistik. Also die Logistikketten werden nochmal überlegt. Materialien, die wir einsetzen, sodass wir bis 2025 etwa 40% CO2-Einsparung schon möchten haben. Es ist auch die Tatsache übrigens, dass unser Motorenwerk in Schöften und unsere Herstellung in Tuaslanda, Göteborg, also die Fabrik, die wird ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben. Aber wir verbauen natürlich Komponenten im Moment noch und gewisse CO2-Abdruck haben und so. Also, und dann müssen wir schrittweise daran arbeiten, die abzubauen. Aber unser Ziel ist wirklich auch in Linie zu sein mit dem Pariser Vertrag etc., wo wir sagen, dass bis 2040 CO2-neutral über den gesamten Prozess und über das Produkt. Ja, das ist natürlich eine riesige Übung oder eine riesige Herausforderung, die da ist, wie Sie haben es vorhin gesagt. Die einzelnen Komponenten, oder? Wo werden die entwickelt, wie werden die transportiert, wie werden die nachher wieder entsorgt, wie werden die genutzt und so weiter. Also, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Da haben wir jetzt heute zu wenig Zeit, dass wir da ins Detail gehen, aber definitiv. Aber wir denken auch, dass das ist der neue Luxus oder das ist das neue Premium und das ist das, was einerseits die Gesetzgebung wird verlangen, das ist gut, aber auch die Kunden verlangen das bereits. Das sehen wir ganz deutlich und das ist der Luxus von morgen. Reden wir über den Luxus von morgen, wenn Sie es gerade so sagen. Der neue C40 Recharge, ja. Also das rein elektrisches Fahrzeug, das er lancieren wird. Wie sieht da momentan die Situation aus? Auf was dürfen wir uns da freuen? Also das Fahrzeug ist präsentiert, also Bilder sind online. Es ist ein Schwestermodell vom XC40 Twin. Das ist die Basis quasi. Das Fahrzeug hat eine tiefere Dachkante, hat eine sehr dynamische Form. Es ist auch eine Coupé-Form, obwohl es ein Fünftürer ist. Es ist ein Hatchback. Der C40 wird es aber nur als rein elektrisches Fahrzeug geben. Also das ist das erste Volvo-Fahrzeug, das es nur als BEV wird geben. Hat dann noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel, wir werden kein Leder mehr anbieten. Also da gehen wir auch so ein bisschen in die Nachhaltigkeit. Also die Tiere heute. Wir sehen so sonst die Nachfrage auch nach veganen Interieur. Und auch das ist ein Luxus, den wir noch anbieten möchten. Bis zu Pixeltechnologie. Wir haben einen neuen Scheinwerfertyp nochmal drin, der einfach nochmal eine optimierte Ausleuchtung bietet. Und selbstverständlich auch unser neulich lancierte Android-basierte und Google-basierte Infotainment-System. Also sehr ein dynamisches Fahrzeug und wir freuen uns darauf. Danke vielmals für das Gespräch. Da hat es so viele Sachen drin gehabt, und ich mich freue drauf. Und ich glaube, ganz viele Leute draußen auch. Auf die Neuheiten, auf die Veränderungen, auf das Thema Nachhaltigkeit, auf den neuen Luxus, den Sie gerade so sagen. Schön, sind Sie hier bei uns dabei gewesen. Und danke, dass Sie auch kommen, Herr Jenny. Und wir freuen uns selbstverständlich auch. Und ich denke, wir gehen ganz interessanten und auch guten Zukunft entgegen. Da bin ich zuversichtlich. Merci. Danke.